Hallöchen, wir sind im Parkhaus von IKEA, denn wir wollen gleich einmal gucken. Ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat, in Hannas Zimmer. Sie hat ja so ein, wie heißt das Regal? Kallax. So ein Kallax-Regal. Und dafür gibt es ja diese Dröhnerboxen. Und wir wollten ja so weiß-rot haben in ihrem Zimmer. Und es gibt nirgendwo diese blöden roten Boxen. Außer für teurer auf eBay, Amazon, wie auch immer. Ist das süß, das ältere Ehepaar, das gerade neben mir geparkt hat. Sie sind ausgestiegen und sie hat ihm so die Wange getätschelt, so ganz sanft. So, weiß-rot. Und laut meiner Freundin, die war nämlich jetzt gerade hier letzte Woche, soll es ein paar rote Boxen geben. Die gibt es nicht online, die gibt es irgendwie nirgendwo zu kriegen, außer ich glaube IKEA Österreich. Und ja, deswegen bin ich jetzt heute Morgen hier und werde gucken, dass ich ein paar rote Boxen ergattern kann. Und guck mal, kleiner Butschi. Guck mal, ist gut, ne? Als wenn ihr das sehen könntet. Das heißt, drückt mir die Daumen. Wir gehen jetzt einfach mal los. Wir sind wieder draußen. Es ging relativ zügig. Ich bin einfach schnell durchgewetzt. Ich habe 4 von den Boxen. Da stand jetzt allerdings neu dran. Kann natürlich sein, dass es die jetzt neu gibt und dass die da schon ausgeräumt hatten. Also egal, ich habe sie. Tüten gehen natürlich auch immer. Dann habe ich 2 neue Kissenbezüge für Hannas Kissen, weil das ist schon, da kannst du schon durchgucken, aber sie hängt da so dran und ich hoffe, dass ich sie von diesen überzeugen kann. Das ist natürlich nicht ihr Alter, aber besser wie nix. Dann die Dinger, die hängt ihr einfach über die Tür und dann habt ihr da extra Anhänger. Jo, brauche ich nicht, habe ich trotzdem mitgenommen. Dann habe ich 3 Bilderrahmen mitgenommen, weil ich mal den Hintergrund ändern wollte, wenn wir Videos filmen. Ich wollte eigentlich ein paar schöne, bunte Bilder haben, aber so richtig bunt, wie ich das wollte, hatten sie nicht. Also habe ich mich jetzt für Schwarz-Weiß entschieden. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Vielleicht ist das ist so winzig. Ich fürchte, das kann man gar nicht lesen in der Kamera. Ja, egal, wenn, dann habe ich es umsonst gekauft. So, und jetzt geht das wieder Richtung Heimat. Ich kriege auch langsam Hunger. Bin ich noch schnell bei Lidl. Warum sind die Gurken schon wieder so teuer? Bei Lidl 1,59. Wir sind ja fast die Erdbeeren billiger. Und wir waren letztens in unserem Eisladen, weil der nämlich wieder aufgemacht hatte. Und ich bin der Meinung, der hat letztes Jahr 1,20 € die Kugel gekostet. Nagelt mich nicht drauf fest. Vielleicht war es 1,30 €, 1,20 €, sowas um den Dreh. Wisst ihr, was da die Kugel jetzt kostet? 1,70 €. 1,70 €. Was ist das Wenigste, woran ihr euch erinnern könnt, wie viel ihr mal für eine Kugel Eis bezahlt habt? Also ich erinnere mich an 40 Pfennig. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch mal 30 Pfennig war. 30 oder 40 Pfennig. Ich glaube, bei dem einen Laden waren es 30 Pfennig, bei dem anderen Laden irgendwie 40 Pfennig. So, überleg mal. Und jetzt 1,70 €, das ist schon echt heftig, ne? Das ist sehr heftig. So sieht es aktuell aus. Da liegen noch die Kuscheltiere oben auf dem Schrank, weil ich Hannas Bett abgezogen habe, beziehungsweise unsere Betten, und die gerade in der Waschmaschine sind. Und jetzt packen wir mal die roten Kisten rein. Tada! Es ist fertig. Und ja, ich bin am Überlegen, wir haben noch so ein Kallax-Regal, ob man vielleicht noch ein zweites oben raufstellt, weil hier ist ja sowieso so eine leere Fläche. Klar könnte man irgendwie ein Bild hinhängen, aber ich werde Hannah mal fragen, ob man jetzt irgendwie, was sie davon hält. Und dann aber mit leeren Fächern. Also sprich, dass sie da einen Bilderrahmen reinstellen kann oder, was weiß ich, eine kleine Lichterkette mit, na, ich weiß nicht, mit einem Rucksack oder so. Einfach irgendwie was, dass das so ein bisschen hübsch aussieht. Und ja. Da werde ich sie dann einfach mal fragen, was sie davon hält. Oder ob wir es so lassen wollen. Passt gut zu den roten Sitzsäcken. Gefällt mir. Und dann hatte ich ja noch 2 von diesen Kleiderhaken mitgenommen. Und einer ist jetzt bei Hannah im Zimmer. Da hat sie ihre elendlangen Umhänge dran, Schweber. Und einer kommt ins Bad. Der Jaron sitzt hier neben mir auf dem Stuhl. Den habe ich gerade von diesem Stuhl runtergejagt. Und die Stühle sehen aus, ne?
Oh Leute, wenn man Katzen hat, die sauen einfach alles voll. Es ist einfach so. Aber ich bin euch ja noch was schuldig. Und ich wurde da jetzt schon mehrfach dran erinnert. Und zwar das Lush-Paket. Und ich muss gestehen, das ist hier noch komplett verschlossen. Steht das hier noch? Ich bin noch nicht dazu gekommen, dieses Paket aufzumachen. Schande auf mein Haupt. Und ich hatte ja bestellt, weil die ganzen Weihnachtssachen im Angebot waren. Das war ja im Sale. Und zwar... Oh, Moment. Sonst ist mir das einfach zu teuer. Also dann kann man sich mal ein oder zwei Badebomben gönnen. Weißt du? Oder wisst ihr? Aber jetzt so... Oje, wie komme ich da jetzt ran? Ohne hier eine Riesensauerei zu machen. Weil hier sind diese ganzen Maisdinger drauf. Oh... Da wird sich meine Biotonne freuen, wenn dann endlich die Blätter mal alle weg sind. Dann kann ich da was in die Biotonne tun. Na gut. Ich würde sagen, wir holen einfach erstmal raus und ich zeige euch im Schnellverfahren, was ich habe. Ich erzähle jetzt nicht, wie das heißt oder wie das riecht. Ich habe im Grunde habe ich Badebomben bestellt. Zu 90% würde ich sagen. Und die halte ich euch jetzt einfach mal ganz kurz vor die Nase, damit ihr das seht, damit ich das Thema abhaken kann und die dann auch wegsortieren kann und in die Badewanne kann. Und jetzt läuft unser heißes Wasser ja auch wieder richtig, dank unserem... Omi an der Kratztonne. Dank unserem super-duper Heizungsmenschen, denn mein heißes Wasser hat ja nur... gemacht, also da kam echt so wenig raus. Und bis eine Badewanne vollgelaufen war, zum Beispiel, hat das ewig gedauert. Omi, was machst du da? Er kämpft mit der Kratztonne und einem Eukalyptuskissen. So, und ich habe auch gesagt, ich sage, wir haben beide lange, längere Haare. Und wenn man da steht und sich die Haare auswaschen will und das heiße Wasser, auch wenn du es mischst zwischen kalt und warm, das macht nur so, da stehst du ewig, um dir das Shampoo wieder rauszuwaschen. Und jetzt, er hat da an so einem Ventil gepumpt, einfach nur mehrfach. Und hat gesagt, das kann sein, dass es mal verkalkt. Da sollte man einmal im Jahr, wenn die Heizung gewartet wird oder so, dran rumpumpen. Und dann läuft das wieder. Und ja, Halleluja, es hat tatsächlich funktioniert. Omi! Er hat da eins von den Eukalyptuskissen gefunden und weiß jetzt gerade nicht, soll er an der Tonne kratzen oder mit dem Kissen kämpfen. Hier haben wir eine Schneekugel. Oh, die riecht echt gut. Aber ich wollte ja keinen Senf dazu abgeben, weil das sonst echt zu lange dauert. Ein Pferd. Ein Drachen. Ach guck, da waren auch noch ein paar Halloween-Artikel dabei. Das kann sein. Eine Mumie. Ein Lavendel-Teddy. Eine große Blume. Mit Goldglitter. Ein Schneemann. Und ein Geist. Der wird bestimmt dann, der hat innen rosa und blau. Werde ich ins Bad tun und dann riecht das ganze Bad danach. So eine große Schneekugel mit ein bisschen Blauglitzer. Und wenn einer fragt, warum denn so viel, das war das Weihnachtsgeschenk an mich selber. Ja, ich habe mir sonst im Grunde nichts Großartiges gegönnt, außer vielleicht die paar Schuhe, die ich euch gezeigt habe. Aber ansonsten habe ich mir zu Weihnachten ja nichts gekauft, nichts irgendwie großartig, keine Ahnung. Oh, das ist offen. Da fehlt, glaube ich, ein Deckel. Das ist nämlich ein UFO. Und da ist so Knisterzeug drin. Ah, ich glaube, ich habe den Deckel. So, und dann kommt der Deckel da oben rauf. Und dann habt ihr innen drin, habt ihr dieses Knisterzeug. So, und wie gesagt, das war quasi mein Weihnachtsgeschenk an mich selber. Dass ich mir bei Lush was gegönnt habe. Denn ich liebe es zu baden. Und ja, das ist so... Das, was ich zur Entspannung tue, baden. Und das auch sehr ausgiebig. Nicht 10 Minuten und dann hüpfe ich wieder raus, sondern wirklich lange. Eine grüne. Oh, die riecht auch gut. Noch ein Teddy. Ah, guck, eine pinke mit hier oben so einem
Das ist bestimmt von einem Drachen oder Dinosaurier ein Fuß, ein Halloween-Fuß. Da ist ein Vogel zu sehen und da ist so Goldschimmer mit drin. Ein Mond. Ich weiß es nicht. Hat das was mit Halloween? Soll das so ein Flügel sein von einer Fledermaus oder ist das weihnachtlich? Das ist sehr dunkel. Das ist eher ein Badeschaum. Das ist so einer, wisst ihr, zum Reinbröckeln, den man auch mehrfach benutzen kann. Ich liebe es, ne? Ich liebe es. Das ist nochmal wie Weihnachten im Februar. Schaut mal. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Ich habe den nur von vorne gesehen, aber guckt mal. Der ist nochmal gelb und pink-violett hinten. Oh. Oh. Ja, Halloween Scream. Hier ist noch so eine. Ich glaube, das war's. Hi, Fluff. Fluffy, wollt ihr auch Hi sagen? Hi. Ansonsten verabschiede ich mich für dieses Video und wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Tschüss.